Und wieder kommt heute eine Empfehlung von euch. Diesmal geht es auf das Konto vom Julian. Was der mir empfohlen hat, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich habe heute mal wieder eine Empfehlung, die von euch zu mir gekommen ist, oder ein Wunschbier. Und der Julian hat mir gesagt, er würde gerne mal meine Meinung zum Arval Trappistenbier hören. Und ja, ich war tatsächlich online shoppen und habe mir ein Fläschchen davon besorgt. Und hatte mich noch nie mit der Brauerei beschäftigt. Das ist eine Trappistenbrauerei in Belgien, die 1931 gegründet wurde. Und man wollte das Geld aus der Brauerei damals zum Wiederaufbau der Abtei verwenden. Also das war noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Offensichtlich ging es der Abtei nicht gut. Ich habe auf der Homepage dazu nichts gefunden. Man hat dann einen Herrn Pappenheimer engagiert als Braumeister. Das war ein Bayer und hat das Bier dann in den Klostermauern bzw. kurz davor gebraut, weil das ist ja gemäß der Trappistenregelung Pflicht, dass das zumindest in der Nähe des Klosters stattfindet. Und dann bekommt man dieses, hier ist es relativ klein drauf, dieses 1, 2, 3, 4, 5, 6, sechseckige Logo für Original-Trappisten-Biere bzw. Original-Trappisten-Produkte. Das ist ja nicht nur Bier, sondern gibt es ja auch andere Geschichten. Und ich habe mal einen sehr interessanten Vortrag gehört, also das nehmen die tatsächlich sehr, sehr ernst und erkennen das auch wieder ab, wenn man da irgendwie über die Stränge schlägt. Mittlerweile ist man auf einer Produktion von 22 Millionen Flaschen angekommen. Weiß nicht, was das in Hektolitern ist, aber es wird ganz, ganz ordentlich sein. Und man exportiert gar nicht so viel, sondern nur 15% gehen in den Export, 85% sind für den belgischen Markt. Und insofern kann ich ja ganz froh sein, diese Flasche hier zu haben. Gibt auch nur dieses eine Bier, es gibt noch irgendwie ein Petit Orval, wobei ich nicht ganz rausgefunden habe, was das tatsächlich ist. Ist ein obergäriges Bier und wenn man das nicht glaubt, dann muss man nur auf die Bottle Cap schauen. Trappist, Ale, Orval und 6,2 Volumenprozent Alkohol, 14 Grad Plato und ja, ich habe mal so 6 bis 8 Grad hier bei meiner Flasche veranschlagt. Hui, da ist ordentlich Kohlensäure drauf. Aber was auch mal ganz witzig ist bei den Trappistenbieren, müsst man auf das Mindesthaltbarkeitsdatum schauen. Ich habe jetzt den Monat und den Tag vergessen, aber es ist 2024. Also das sind durchaus Biere, die man auch 2026 vermutlich noch sehr gut wird trinken können. So, aber das, was man eben an der Flasche schon gemerkt hat, merkt man dann auch beim Einschenken. Kohlensäure ist recht intensiv. Wir haben einen, cremig-weißen Schaum. Das sind 3 Finger breit hier auf dem Glas, aber ich gehe mal davon aus, dass der sich halbwegs schnell verkrümmelt. Bernstein in Reinkultur hätte ich jetzt fast gesagt. So eine schöne, leicht hellere Bernsteinfarbe und eine gleichmäßige, wenn auch nicht vollständige Trübung dieses Bieres. So, jetzt halten wir mal die Nase. Ah. Es ist übrigens stilistisch, ist ganz witzig, wenn man das auf verschiedenen Rating-Plattformen mal verfolgt. Also es ist wohl ein Triple. Es wird aber auch auf der einen oder anderen Plattform als Pale Ale oder Imperial Pale Ale verkauft. Und es riecht lustigerweise, und deswegen komme ich jetzt drauf, es riecht sehr fruchtig, das kommt natürlich über diese belgischen Hefen, die sehr viele Ester auch produzieren. Es ist aber eher so pflaumig in dem Fall. Ein bisschen Orange vielleicht mit dabei und ein bisschen Karamell von der Süße her. Und ihr seht auch der Schaum, der übrigens ja, so mittel am Glas hängt, löst sich dann auch langsam auf. Ja, aber es ist eine sehr fruchtige Nase und sehr gefällig auch. Die belgischen Biere neigen ja manchmal dazu, sehr schwer zu sein. 6,2 Volumenprozent, ich glaube, das ist noch ganz okay. Da muss man sich jetzt nicht danach ins Bett legen. In diesem Sinne, cheers! Wow! Oh, also, die Kohlensäure ist extrem intensiv,
das können wir gleich mal vorwegnehmen, auch nicht so ganz feinporig. Die kommt schon relativ streng daher. Es ist auch sehr, sehr süßlich und es hat aber so eine Candice-Zucker. Und ich glaube auch, da ist Zucker mit drin, oder? Genau. Da ist Sugar mit drin. Und gibt es ja gerade in den belgischen Bieren durchaus häufiger. Aber das wirkt so nach, ja, wie so Candice-Zucker ein bisschen. Hat auch eine angenehme Säure mit dabei. Also ist jetzt nicht so das typische Pale Ale, wenn wir jetzt mal dabei bleiben. Ist aber für mich auch nicht so das typische Trappistenbier, was eher so ein bisschen schwerer daherkommt, ein bisschen sperriger. Wobei Trappistenbier ja auch wieder, auch ein Pilz, wenn es in einem Trappistenkloster gebraut wäre, wäre ja ein Trappistenbier. Aber wenn wir von belgischen Trappistenbieren reden, dann meinen wir eben diese Triple, Quadruple und diese richtig schweren Abteibiere. Wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, das ist sogar so ein bisschen funky. Also da ist so ein bisschen Brett mit drin, oder? Fruchtig, brotig, Pflaume ist mit dabei, die Orange ist mit dabei. Und wie gesagt, schöne Fruchtsäure auch. Also ein spannendes Bier, ehrlich gesagt. Danke an Julian. Ich habe das echt, kann mich echt nicht daran erinnern, dass ich schon mal getrunken habe. Ich habe schon viele belgische Bierverkostungen gemacht, da war es ziemlich sicher mit dabei. Aber ist sehr außergewöhnlich. Ja, hat eher einen mittleren Körper, wie gesagt, relativ, also die Kohlensäure hält sich jetzt wieder mittlerweile ein bisschen zurück, das war eher am Anfang. Und so leicht cremige Textur auch. Und es wird hinten, im Nachtrunk wird es ein bisschen hopfiger. Dieses brettige, funkige, das bleibt. Und es ist insgesamt sehr gut balanciert, muss man auch sagen. Es hat auch so einen leichten säuerlichen Touch, der noch hängen bleibt. Also es ist relativ viel los bei dem Bier. Das ist, überrascht mich jetzt tatsächlich ein bisschen. Es ist mir so dann gar nicht im Kopf geblieben. Aber ja, dafür sind diese Empfehlungen von euch da. Ja, ein schönes Beispiel für ein ungewöhnliches Trappistenbier. Das Orval von der Brasserie Orval aus dem Kloster Orval in der Stadt Orval in Belgien. Schönes Bier von Probierte VO. Jetzt sehe ich gerade 12 bis 14 Grad Trinktemperatur. Ich habe das viel zu kalt getrunken, aber es ist okay. Also das ist jetzt kein Bier, bei dem ich jetzt erwartet hätte, aber korrigiert mich bitte. Ich entdecke gerade einen Fehler, dass ich das eigentlich hätte viel wärmer trinken müssen, aber das ist eigentlich kein Bier, wo ich sagen würde, das würde ich jetzt so warm trinken. Ich lasse das nochmal einen Augenblick stehen und bewerte das dann nochmal neu für mich. Im Augenblick, und das ist ja schon mal nicht so schlecht, gibt es für das Orval von mir 4,5 Punkte. Für das Orval aus dem Kloster in Belgien ein schönes Trappistenbier. Und nochmal danke an den Julian für deinen Tipp. Wenn ihr irgendwelche Dinge auf der Pfanne habt, die hier mal auf den Kanal gehören oder ihr selber Bier braut, weil ihr in einer Brauerei arbeitet, immer her mit euren Tipps. Ich bin offen dafür und freue mich, wenn wir so irgendwie in Kontakt kommen. Dann sage ich danke fürs Zuschauen, bitte lasst ein Abo da und wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Bier. Bis dahin, tschüss, Baba, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.